Was hat Kaiser Franz Josef I. am Wolfgangsee gemacht? Wenn er seine Urlaube da in St. Wolfgang und in Bad Ischl verbracht hat, ist er oft zu der Frau Schratte auf Kaffee und Kuchen vorbeigekommen und auf so Plauscherl. Ist es beim Plauscherl geblieben? Und wie schwierig ist es, den Schaufelraddampfer Kaiser Franz Josef zu manövrieren? Zu eng darf man auch nicht sein, beim Zufahren, sonst ist der Steg kaputt und Schiff. Und welche Jagdtrophäen befinden sich in der Kaiservilla in Bad Ischl? Ein Hirsch, dem ein drittes Horn aus der Nase wächst. Kaiser Franz Josef I. hat viele Sommer seines Lebens am Wolfgangsee und in Bad Ischl verbracht. Am Wolfgangsee fährt sogar ein Schiff aus Kaisers Zeiten. Mit dem Schaufelraddampfer Kaiser Franz Josef I. hat die Schifffahrt am Wolfgangsee begonnen. Kaiser Franz Josef ist das erste Schiff am See. Es wurde 1873 gebaut. Diese Pferdefuhrwerke in Schwerstarbeit nach Strobe her transportiert worden. Teile wurde dann in Strobe zusammengebaut. Und das wurde dann fertiggestellt, genau zum Kaiser Franz Josef, sein 25-jährigen Jubiläum in seiner Amtszeit. 1873, den 20. Mai, ist dann die erste Fahrt gewesen mit dem Schiff. Das Schiff ist ungefähr 33 Meter lang, ist heute 400 Fahrgäste zulassen und ist auch noch heute mit dem Schaufelradantrieb eines der schnellsten Schiffe am See. Das Schiff wurde zu den Anfangszeiten im Dampfbetrieb betrieben. Und 1953/54 wurde dann der erste Dieselmotor eingebaut. Das war in der Nachkriegszeit. Das war dazu mal eine Errungenschaft, da so Dampfschiffe, ein Schaufelraddampfer, ein Dieselmotor eingebaut wurde. Der Grund war dafür, der Dampfschifffahrt hat man einen Heizer gebraucht. Der was unter dem Maschinenraum war, der hat heizen müssen. Da hat man einen Haufen Kohlen gebraucht, Steinkohlen, die hat man auch herbefördern müssen. Und mit dem Dieselmotor ist dann der Verbrauch ist weniger geworden von den Kosten her. Und die Wartung war weniger wie für so eine Dampfmaschine. Seit mehr als 37 Jahren ist Horst Gamsjäger bei der Salzburg AG. Seit 1992 ist er auch als Kapitän bei der Wolfgangseeschifffahrt. Der Kaiser Franz Josef ist ein ganz besonderes Schiff, auch was die Steuerung betrifft. Das Schiff ist schwieriger zum Steuern wie die anderen Schiffe, weil die modernen Schiffe, die schon umgebaut sind bei uns, die haben hinten einen Antrieb und vorne auch, wo man sich seitlich verschieben kann. Und der Kaiser Franz Josef, der hat eben die zwei Schaufelräder, diese starre Welle, die gehen da zwei Schaufelrallen, entweder vorwärts oder rückwärts. Und hinten ist ein Ruderblatt. Ist natürlich schwieriger zum Steuern, weil da muss man die Anliegemanöver ziemlich genau erwischen, sonst kommt man nicht zu. Oder zu eng darf man auch nicht sein beim Zufahren, sonst ist der Steg kaputt und Schiff. Es hat kein Seitenruder, da muss man mit der Drift vom Schiff und mit der Geschwindigkeit und der Drift mit dem Ruderblatt reinschlagen und dann mit der Drift schwimmt man zu. Und wie war das jetzt mit dem Kaiser und seinem Urlaub hier am See? Der Kaiser Franz Josef hat ja in unserer Gegend immer seine Sommerurlaube verbracht mit gewissen Freundinnen wie mit der Schratt. Wenn man von St. Wolfgang Richtung St. Güng fährt, kommt dann zuerst Falkensteinried, dann kommt der Ferienhort. Und dann schaut die Villa Frauenstein, die sieht man dann kurz durch den Wald auszuschauen. Da sieht man genau auf, da erzählt man dann, das ist die Villa Frauenstein, da wo die Frau Schratte und der Herr Kaiser Franz Josef ein paar Liebesstunden verbracht haben. Vom Wolfgangsee geht es weiter ins 15 Kilometer entfernte Bad Ischl. Hier befindet sich die Kaiservilla, die einstige Sommerresidenz von Kaiser Franz Josef und Kaiserin Elisabeth. Valentin Habsburg-Lothringen ist der Ururenkel des Kaisers. Kaiser Franz Josef war wirklich fast jeden Sommer seines Lebens hier in Bad Ischl. Er hat die Gegend sehr genossen. Das hat schon bereits in der Kindheit von Franz Josef angefangen, denn die Eltern des Kaisers konnten lange keine Kinder bekommen und so wurden sie von den Ärzten auf Kur nach Bad Ischl geschickt. Und die Kinder haben in den folgenden Jahren auch die Sommer über auch bereits in Bad Ischl verbracht. So hatte Franz Josef einen engen Bezug von Kindheit an zum Salzkammergut und weiter hat es dann dazu geführt, dass er auch hier in Bad Ischl seine Frau kennengelernt hat.
Die Kaiservilla, die Sie hier im Hintergrund sehen, hat ursprünglich ganz anders ausgesehen. Es war lediglich ein Teil des im Hintergrund befindlichen Mitteltrakts ursprünglich existent. Das war die Villa Elz, die dann Erzherzogin Sophie, die Mutter des Kaisers, erworben hat und 1854 bis 1856 in die Form eines Ehes, man sagt für Elisabeth, ausbauen hat lassen. Typisch für die damalige Zeit ist eben der Landschaftsgarten, in dem wir uns hier befinden. Da gibt es neben der Kaiservilla hier im Hintergrund oben auch noch das Teehaus der Kaiserin zu sehen, das Franz Josef für seine Frau bauen hat lassen. Hier ganz oben am Waldesrand gibt es dann auch noch den sogenannten Spiegelpavillon zu sehen, wo man die Landschaft betrachten konnte oder kann, ohne sich der Sonne auszusetzen, nämlich über die Spiegel, die sich dort oben befinden. Im Inneren der Kaiservilla befindet sich eine außergewöhnliche Sammlung historischer Stücke aus dem Leben und der Zeit von Kaiser Franz Josef. Wichtige historische Ereignisse haben hier stattgefunden. So ist zum Beispiel im Schreibzimmer seiner Majestät dann die Erklärung an die Völker, also das Manifest an meine Völker unterzeichnet worden. Das war die Erklärung, warum Franz Josef damals den Krieg an Serbien erklärt hat. Das ist sicher der geschichtsträchtigste Raum des Hauses. Genauso ist zu sehen noch das Schreibzimmer ihrer Majestät, also seiner Frau. Sie hat er hier in Bad Ischl zuletzt gesehen. Sie ist nachher am Genfer See von einem Anarchisten ermordet worden. Für mich ist einer der schönsten Räume der graue Salon, den Sie hier durch die großen Fenster vielleicht schon erahnen können. Es ist gleichzeitig der größte Raum des Hauses. Man hat damals versucht, in Biedermeier Natur und Kultur zu verbinden. Und durch diese großen Fenster konnte man eben die Natur ins Haus hineinholen. Und man sieht die wunderschöne Landschaft, die Sie auch hier im Hintergrund schon sehen können. Franz Josef hat, wenn die Büropflichten nicht zu groß waren, auch sich sehr gerne der Jagd gewidmet. Und hier im Haus sind auch eine der schönsten und prestigeträchtigsten Trophäen zu sehen, die der Kaiser Franz Josef erlegt hat. Darunter befinden sich natürlich ganz besondere exotische Stücke auch, wie zum Beispiel ein Albino-Hirsch, dem eine Stange nach unten wächst. Das waren natürlich die ganz besonderen Stücke, die die Jägerschaft von damals für den höchsten Jagdherrn Kaiser Franz Josef bereitgehalten hat und natürlich ihm zum Jagderfolg verholfen hat. Neben dem Schreibzimmer Ihrer Majestät gibt es unten auch noch in einem der letzten Führungsräume das Polterabendkleid zu sehen, das sehr schön bestickt ist mit arabischen Lettern und drauf ist geschrieben: Woher, welch schöner Traum. Sicher für viele Damen eine Besonderheit, weil auch die sehr enge Taille der Kaiserin da sehr gut zu sehen ist. Von April bis Oktober sowie an den Adventwochenenden öffnet die Familie Habsburg-Lothringen die Kaiservilla für Besucher. Wie auch der Kaiser damals die Besichtigung gestattet hat, wenn er nicht in seinem Sommerschloss gewesen ist. Und am Wolfgangsee sticht in den Sommermonaten Juli und August der Schaufelraddampfer Kaiser Franz Josef I. wie damals zu Kaisers Zeiten in See.